So, meine Damen und Herren, willkommen, willkommen. Lang ist's her. Zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen befinden sich so 4 Stunden circa. Und ja, ich habe auch ein bisschen gechillt, dies, das, Ananas. Aber ich dachte mir, komm, wir auf jeden Fall noch weiterkommen. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch weiter. So, ich habe noch kein Wassereimer. Heißt, es ist gar nicht so schlecht, nicht meinen Eimer zu machen. Machen wir so. Nehme ich aber das nächste Wasser, was ist hier mit? Nehme ich das auch. Genau. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen weiter erkunden. Muss natürlich jetzt nicht die ganze Zeit Kohle fahren, ne? Aber ich dachte mir, jetzt wäre zumindest nicht schlecht. Genau. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Folge ein bisschen über meine Schulzeit zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so interessant ist, aber ich kann ja einfach mal anfangen zu erzählen. Und zwar war meine Schulzeit eigentlich ziemlich nice. Ich hatte, bin in der Grundschule in meinem Dorf. Also ich bin aufs Dorf gezogen. Ich habe erst in Berlin gelebt und bin dann aufs Dorf gezogen nach Brandenburg und bin dann halt da auf eine Grundschule gegangen und war halt erstmal ziemlich neu alles, weil man hat halt so neue Leute kennengelernt, die man. Also es ist generell neue Leute kennenlernen, so am Anfang ist immer ein bisschen weird, aber ich fand, ich habe relativ schnell ein paar coole Leute gefunden, mit denen ich teilweise sogar heute noch befreundet bin. Grüße gehen raus an Fischi. Falls er das jemals sich anhören würde. Und ja, es ist leider mittlerweile unrealistisch, dass jede Freundschaft so immer und ewig ist und man versteht sich immer super und so. Und ist leider nicht so. Und oh, ich habe die erst. Sehr gut. Worauf ich hinaus wollte, ist meine Grundschulzeit. War nicht. Oh, fuck, das Deep Dark. Meine Grundschulzeit war ich ziemlich nice. Ich hatte so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen cringe waren. Aber ich meine, man ist ein kleines Kind, was gerade in seiner Findungsphase ist. Also es ist schon fast ein bisschen normal, nicht normal zu sein, I guess. Wie mache ich denn das jetzt am besten so? Komme ich einfach rüber? Ja, ich probiere es einfach so. Genau. Dann als ich aufs Gymnasium gekommen bin, auch im selben Ort, war es für mich am Anfang sehr schwierig, erstmal so ein bisschen Leute zu finden, mit denen man chillen kann, weil alle kannten sich gefühlt schon so durch, also es gibt halt in meinem Dorf. Gibt es so eine Stadt, die halt in der Nähe ist. Und da sind halt relativ viele auch hergekommen. Und die anderen waren halt meistens schon Klassenkameraden in der Grundschule. Und dazu gehörte ich halt leider nicht. Und es war dann ziemlich kacke erstmal, weil
Ich, der Einzige aus meiner. Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Weil ich der Einzige in meiner Grundschulklasse war, der keinen aus seiner Grundschulklasse hatte, in seiner neuen Klasse. Und ja, das ist erstmal eine Umgewöhnung. Wunder. Ist jetzt nicht so hilfreich, wenn ihr einfach beknaut. Oh, hier sind viele. Natürlich auch absolut. Ein Hund oder? Nee. Okay, ich dachte, er hat meinen Hund getötet. So, will ich da runter? Das ist ja die Frage, ne? Die Dark ist eigentlich nicht so das. Nicht so das, wo ich eigentlich hin möchte. Aber ich will's mal probieren. I guess. Leben. Das sieht heftig aus. Okay. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich anfangs halt ein bisschen gestruggelt habe, Leute zu finden, mit denen man so chillen kann. Und dadurch bin ich auch der einen oder anderen Person vielleicht, weil ich halt mit jemandem befreundet, mit dem man, der im Nachhinein gesehen vielleicht nicht so der beste Freund ist, aber gut, das ist, sowas ist immer sehr schwierig zu definieren jetzt per se, was ein guter Freund ist, vor allem in der Grund, einem Gymnasium, wo man ich gerade erst kennenlernen und so. Das Gefühl, die Hunde sind hier keine gute Idee. Jetzt zieh beide mal hin. Nee, ich glaube, ich gehe wieder raus. Macht jetzt keinen Sinn. Ich bringe mich nur um, wenn ich hier irgendwas, wenn ich hier den Warden irgendwie beschwöre. Genau. Und ja, ich habe halt die eine oder andere Person basically kennengelernt, dann in der im Gymnasium, mit der es halt wir hatten so unsere Differenzen, ne? Und das finde ich halt so krass im Nachhinein, weil so Sachen, die damals so eine krasse Bedeutung für einen hatten, das hört sich jetzt natürlich so an, als ob ich ob das jetzt so 50 Jahre her ist, ja, aber so lange ist es ja gar nicht her. Und deswegen ist es schon weird, obwohl das nicht so lange her ist, wie schnell sich so Sachen ändern können. Also im Sinne von, ja, von wegen in dem einen Jahr war man noch so voll cool mit dem und keine Ahnung. Das Jahr danach war halt einfach kompletter Kontaktabbruch und man hat sich nicht mehr in die Augen schauen können. Und ja, ist leider nicht nur einmal passiert, dass man sich so einen Menschen getäuscht hat. Aber
wiederum selbst natürlich auch nicht geben. Ich hatte, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ich war schon immer so relativ okayisch im Deutsch, aber irgendwie, weiß nicht, konnte ich in der 7. Klasse, also ich konnte schon Deutsch so, aber die Lehrer haben blöde Fragen gestellt, ja, und dann hat man vielleicht die eine oder andere schlechte Note in Deutsch bekommen, ja. Das ist natürlich meine Interpretation, aber ja, und dann das Problem ist halt, dass dadurch, dass ich halt in der 7. Klasse schon so kacke war, dass die in den höheren Klassenstufen auch überhaupt keine Rücksicht drauf genommen haben. Und mich halt einfach, ja, sagen wir mal, haben untergehen lassen. Und dazu kam halt noch, dass ich eine bestimmte Deutschlehrerin hatte. Grüße gehen raus an VS. die halt, ja, das ist auch interessant. die sehr, na, sagen wir mal, deprimierend war. Also müsst ihr euch vorstellen, die ist so ins Klassenzimmer gekommen, der Klassenraum wurde erstmal so dunkel. Das ist halt so stereotypmäßig der Lehrer, bei dem einfach der Klassenraum dunkel wird und die Stimmung richtig scheiße ist. Und ja, sie hat halt auch geraucht, dementsprechend rochen unsere Tests, die wir dann abgegeben haben. Auch nach Kippe, was auch echt furchtbar ist, so, wenn du so einen Test zurückkriegst und du das Gefühl hast, sie hat da so ein bisschen drauf geäschert. Ja. Aber ja. Dafür hatte ich von Anfang an echt einen coolen Mathelehrer, der mich echt inspiriert hat und mich auch quasi mir geholfen hat, meinen Berufswunsch quasi zu finden. Und ich finde, mein Mathelehrer von damals, der ist. Also, ich finde, da sollten sich wirklich mal mehr Lehrer eine Scheibe von abschneiden. Einfach nur, auch wenn es darum geht, zu sensibilisieren. Darf ich reden? Zu sensibilisieren. Und dass es als Lehrer nicht nur darauf ankommt, irgendwie von der Klasse zu stehen und Unterricht zu machen, sondern halt auch quasi die Schüler begleitet, also die Person an sich und über ihren Konflikten oder Problemen auch einfach begleitet und versucht ihnen da bestmöglich natürlich zu helfen. Und das fand ich sehr inspirierend und das finde ich immer noch sehr, sehr cool, dass er das so macht. Und ja, erstmal so ein bisschen Eisen. So. Dann trinke ich erstmal einen Schluck und dann rede ich weiter. Eine Sekunde. Okay, so. Genau. Und ja, so bin ich halt zu meinem Studium gekommen, dass ich halt wirklich einen sehr coolen Mathelehrer hatte. Und auf der anderen Seite hatte ich in der Schule auch einen Lehrer in Wirtschaftswissenschaften, mit dem ich mich menschlich eigentlich sehr gut verstanden habe. Also man konnte mit dem wirklich auch cool reden und ich finde, also ich habe mich echt gut verstanden auf menschlicher Ebene mit ihm. Aber im Unterricht, sein Unterricht war einfach furchtbar. Also
Nur um euch eine grobe Vorstellung zu geben, wie der Unterricht von dem Lehrer aussah. Er hat jede Stunde, ja, sagen wir so, 5 bis 7 A4 Seiten aus einem Buch ausgedruckt, also kopiert und ausgedruckt. Und dann war es quasi die Aufgabe im Unterricht, lest den Text durch, macht die Aufgaben, wenn ihr Fragen habt, fragt. Und nächste Woche schreiben wir einen Test drüber. Und hatte ich extrem scheiße, weil einfach, ich meine, da ist erstens die Monotonie, also dadurch, dass man halt ständig nur dasselbe macht und es auch einfach keine Varianz hat, lernt man halt auch viel schlechter den Stoff. Dann kommt es ja auch noch dazu, dass, also ich meine, man sollte schon in den Unterrichtsformen zumindest ein bisschen variieren, von wegen so, ja, wir machen eine Gruppenarbeit oder ja, wir machen mal eine Recherche und dann so und so. Aber wirklich jedes Mal dasselbe, der, also, weiß nicht, das ist irgendwie Unterricht sich sehr leicht machen und auf Kosten halt der Schüler, habe ich das Gefühl zumindest. Und fand ich halt sehr schade damals und es hat mich sehr demotiviert, es war halt eins meiner schlechtesten Fächer, aber ich hatte es leider auf dem Leistungskursniveau, weil derjenige Lehrer hatte halt den Kurs freiwillig, also man konnte das Fach freiwillig belegen. Und bei uns war es halt im 5. Block. An einem Mittwoch, glaube ich. Es war ziemlich hart, weil weiß nicht, ob 5. Block euch ein Begriff ist. Aber 5. Block heißt quasi von 15:10 Uhr bis 16:40 Uhr, dass man noch in der Schule sitzt. Also bei uns war es halt so, dass wir regelmäßig von 8 bis 15:10 Uhr Schule hatten, ja. Das war schon ein langer Tag für uns. Bis 7 Stunden mit Pausen natürlich. Aber dann wirklich noch um 16:30 Uhr irgendwie in der Schule zu sitzen und Unterricht zu machen, ist hart. Nicht nur für den Lehrer natürlich, aber auch für die Schüler einfach nur, weil die Konzentration noch nicht mehr so da ist. Und ja. Dann, deswegen hat er wahrscheinlich auch den Kurs so relativ entspannt gemacht. Und hat das relativ, na, also, auch wegen ihm haben halt viele das in der Oberstufe dann gewählt. Denselben Kurs. Aber dann hat er irgendwie noch 180 Grad Kehrtwende gemacht und, ja, ist, zu dem Lehrer geworden, den ich euch vorhin beschrieben habe, ja, also wirklich furchtbar, meiner Meinung nach. Aber ja, wie sind denn eure Erfahrungen mit Lehrern? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Genau. Nehmen wir einfach mal mit. Ich bräuchte eigentlich Dias. Aber ich würde ungern meinen gehen. Also ich würde am liebsten eigentlich auf der Oberfläche welche finden, aber dafür muss ich halt wieder tiefer gehen. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Laufen wir einfach mal weiter. Hier.
Die Hunde sind echt gut. Ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden hier. Ich mal ein bisschen ausleuchten, aber hilft nicht so ganz. Hier runter komme ich nicht. Dann gehe ich wahrscheinlich einfach zurück. Komm ich doch tiefer? Oh, ich komme tiefer. Oh mein Gott. That's no good. Bin doch geblockt. Oh, da drüben sind die erst. Natürlich was Schönes. Ich habe schon mal 4 Dias. Ich glaube, damit können wir aufhören für heute. Dann möchte ich mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.